So, wir sind zurück in Britannien, wo Britannien gerade von einem Regenten regiert wird, weil Kaiser Stefan ist leider unfähig geworden, bedingt durch sein Alter auch. Ja, er kann jetzt auch nicht irgendwelche Vize-Königreiche gründen. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, weil wir haben Wales, glaube ich, ne? Wales ist verloren gegangen, oder? Was war's, Wales? Halt, wie müssen wir ja auf Vize-Würden verteilen? Genau, Wales ist das. Ja. Das können wir jetzt momentan nicht verteilen, würde ich mal sagen, da wir unfähig sind. Dadurch haben wir unser Vasallenlimit erhöht. Das ist schon mal schlecht. So, aber wir verschaffen uns jetzt auch erstmal einen Überblick über unsere Nachbarn. Frankreich haben wir immer noch von König Alphonse regiert. Ziemlich zersplittert. Dazu haben sie Probleme mit einer französischen Revolte hier hinten. Ja, da wird sich das wohl bald erledigt haben. Hier in Breiz ist immer noch König Tugdual am Regieren, von dem wir eine recht gute Meinung eigentlich haben, weil er auch ein religiöser Eiferer ist. So, was haben wir hier? Haben wir noch die restlichen Muslime in Nordspanien, den Batscha von Hispanien, sprich auch Batscha ist, glaube ich, sogar Kaiser. Genau. Der hat dann hier unten wahrscheinlich noch Besitztümer hier. Genau. Jo, hat aber auch hier mit einer Revolte zu kämpfen. Das ist ein Sübe. Okay, die kenne ich gar nicht, die Süben. Sunnitische Ketzerei. Aha. Italien wird gerade regiert von. Müsste ich mal schauen. Hier müssten die sein, ne? König Ajo, der Gerechte. Der regiert von hier aus. Ja. Da ist die Meinung ein bisschen, glaube ich, gestiegen. Byzanz ist dann natürlich noch gut dabei. Konstantinopel. Ich glaube, zwischenzeitlich war Konstantinopel mal weggegangen. Da haben wir Belisarius den Dritten. Auch 41. Unsere Meinung ist nicht mehr so gut von ihm. Und der Krieg zusammen mit ihm hat uns auch kein Prestige gebracht. Wir haben ja auch verloren, aber bis zum Schluss mitgekämpft. So, was haben wir denn noch Interessantes hier? Deutschland ist hier noch in Dänemark vertreten. Herzog Gerhard der Zweite. Hier haben wir dann die Schweden mit König Ingolf. Auch sehr zerschlagen. Da hatten wir ja in einer der letzten Folge hier oben Reykjavik erobert. Und das andere ist eigentlich alles zu weit weg. Wir haben dann noch interessanterweise noch Polen. König Leszek das Monster. 20 Jahre alt. Scheint erst jetzt an die Macht gekommen zu sein. Ist auch ein Familienmörder. Und gebrechlich schon im Alter von 20. Okay. Und in Böhmen König Wladislaw den Keuschen. Der hat eigentlich eine recht gute Meinung. Ja. Interessant zu sehen. Unserem Sohn haben wir ja zum Baron gemacht. Er ist Baron von Ross. Und regiert werden wir momentan von Herzog Duncan den Zweiten von Meath, unserem Freund. So, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Wir könnten erstmal die ganzen Intrigen beenden. Haben wir momentan
Hier Verschwörung. Die beenden wir erstmal alle. 5 aktuelle Bedrohungen. Die Herzogin von Weiss ist da die größte. Gut, ach ja, unseren Bruder haben wir auch noch. Und zwar hier, ne? Genau, in Havelberg. Graf Allen von Havelberg, unseren serbischen Stamm. Ja. Da haben wir eigentlich von ihm eine recht gute Meinung. Er mag uns aber gar nicht. Weil wir einen Titel übernommen haben. Und er halt Anwärter auf den Thron ist. Die Thronfolge sieht übrigens so aus. Unser Sohn ist klar, Prinz Callum. Dann David von Alba, unseren zweiten Sohn. Und dann kommt schon Allen von Alba. Gut. Konstantin Alanik ist der Sohn von Prinz Allen, genauso wie Stefan von Preußen. Und Simeon Stefanik dürfte auch... Nee, das ist... Ach, das ist schon der Sohn von Stefan. Ah, alles klar, also unser... der Enkel von ihm. Gut. So. Da geht ein Dschihad los. Das interessiert uns nicht. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ach so, Austrasien haben wir auch noch. König Amedi, der Grausame. Und König Adrian, den Starken von Aquitanien, der ist auch noch da. So sieht das in Frankreich aus. Hier soll ein Verlöbnis arrangiert werden. Mit unserer Tochter. Nein, das ist doch garantiert. Ah, nee, ist schon katholisch, aber das lehnen wir trotzdem ab. Und da will unser Regent nichts über den Zaun brechen. So, schauen wir bei Callum vorbei. Der hat bisher noch keine Kinder. Und die Gattin ist auch nicht schwanger. Baroness Isabö. So, Hofkaplan Andrew hat viele Wochen damit verbracht, in uralten Wälzern und Schriftrollen nach mehr Informationen über das angebliche Artefakt zu suchen. Er behauptet, er befände sich auf dem rechten Weg, aber offenbar macht er nur langsam Fortschritte. Andrew hat mich gebeten, die besten Gelehrten in Alba anzuhören und bei seiner Bemühung zu unterstützen. Ja, na, können wir ihm noch Zeit geben. Das regelt ja unser Regent. Wie steht denn unser Regent der Sache gegenüber? Ja, ist auch ein gebildeter Mann. Und er ist auch ein religiöser Eiferer, deswegen. Die hellsten Köpfe werden euch zur Verfügung stehen. Dadurch bekommen wir 5 Jahre lang Technologieverbreitungsrate minus 25%. Nun gut. Und hier wird ein Befehlshaber verbessert. Sehr schön. Herzog Nordepert von Franken hat den Titel Herzogtum Hessen erschaffen. Warum kriegen wir denn diese Meldung? Wahrscheinlich, weil wir es hier irgendwo mit drin haben, den Lehnsherrn. So, Herzog von Wessex hat versucht, mich zu beseitigen. Nun gut. Dem Hofspitzel kann man vertrauen. Deswegen wird er unverzüglich gemeldet. Der dürfte dann auch bei den Intrigen auftauchen eigentlich. Frage ich mich, warum das bei den... Dings hier nicht ist. Nee. Normalerweise müsste das dann hier auftauchen, dass wir ihn verhaften können. Hm.
dann sollten wir das alles noch mal beenden hier. So, eine Hochzeit wieder. Der König von Aquitanien. Der Prinz ist 24. Eine Hochzeit mit Aquitanien. Ja, warum nicht? Ist das sein erstgeborener Sohn? Ja. Und Helen ist, glaube ich, unsere einzige Tochter, ne? Nee, wir haben ja noch Flat, aber die ist ja schon älter. Akzeptieren wir mal. Ich denke mal, das ist im Sinne unseres Herrschers. Hier gibt es einen italienisch-venezianischen Embargo-Krieg. Da wurde eine Kirche übernommen, auch nicht so wichtig. Unser Herrscher hält aber lange durch. Können wir denn sonst nichts machen? Nee. Es wird quasi nur auf den Tod des Herrschers gewartet. So traurig es klingt. Und Callum steht in den Startlöchern. Herzog Mungo von Brandenburg. Unser Vasall, Grafschaft Lebus, übernommen. Interessant. Damit wird unser Reich in Europa auch größer. Und auf dem Kontinent. England ist ja auch Europa. Wir könnten mal trotz allem für David einen Nachfolger suchen. Und ich sehe schon Intrigewert von 21. Leider hat er Schmerzen in der Brust. Ach, der ist ja schon verlobt mit der Prinzessin Barbara. Okay. Aber eine Stelle im Rat sollten wir ihm trotzdem geben. Da ersetzen wir Herzog Michael von Orkney. Könnten wir ihm vielleicht noch einen Ehrentitel geben? Oh, Hoflehrer. Mal gucken. Ist er dafür geeignet? Na, mit einer Bildung von 7 eher weniger. Er ist auch schon irgendwo in einem, ich glaube bei den Teufelsanbetern dürfte er sein, wie es aussieht. Die haben, glaube ich, die dunkle Kapuze. Egal, wir verleihen ihm trotzdem einen Ehrentitel, und zwar dem Stallmeister. Das, denkt unser Regent, ist die richtige Wahl an einen Posten für ihn. So. Finger des heiligen Johannes wurde aus der Schatzkammer. Achso, von Adrian den Starken. Ist der gestorben? Nee. Da kriegen wir nur die Meldung, weil wir ihn hier drin haben. Ein Heiliger im Himmel. Uredach der Rechtschaffene. 82 war der. Oh, und dann ist er noch von einer Krankheit weggerafft. An Louis. Oh, auch nicht schlecht. 82. Ein stolzes Alter.
Titel übernommen. Euer liebendes Weib hat beschlossen, dass ihr einen besseren Regenten als ihr abgebt. Und wer möchte, könnte eure eigenen Wünsche in der Herrschaft über das Reich besser vertreten als sie. Ich bin verheiratet. Ja, schön. Also wir haben eine neue Regentin. Unsere Gattin, Kaiserin Cotilda. Das ist schlecht. Sie hat Louis, ist besessen, aber gesellig, gerecht, fleißig, lüsternd, stolz, homosexuell, gerissen. Ja. Ein eher ekelhafter Charakter. Nun gut. Müssen wir uns damit durchschlagen? Geld haben wir genug, aber davon werden wir jetzt, wie gesagt, nichts ausgeben. Ich habe Urkunde von Hofkaplan Andrew erhalten, dass er bei der Suche nach dem Artefakt stetig Fortschritte macht. Er könnte Selbstmord machen, weil er Depressionen hat. Warum stehen hier aber nichts von Depressionen? Nein, und Selbstmord ist ja eine Sünde. Und als religiöser Mann kommt das nicht in Frage. So, Gläubige bereiten Krieg vor. Ein Bote nähert sich uns mit einem Brief vom Vatikan, dem Stellvertreter Christi selbst. Er fordert uns auf, dass wir passende Männer darauf vorbereiten, gegen die Heiden und Ungläubigen zu kämpfen und die Christenheit an verlorenen Orten wiederherstellen. Der Papst möchte unsere treuen christlichen Männer gegen Galizien in die Schlacht schicken. Die Religion wird von dem Modana Baccha Tiflit vom Tuluid Reich gehalten und ist an der Zeit, dass wir sie erneut zum Christentum konvertieren. Obwohl der Papst eine Invasion auf Galizien möchte, kann ein frommer christlicher Gläuber jeden davon überzeugen, sich auf ein anderes Ziel zu konzentrieren. Ja, das dürfte dann hier der Fall sein, ne? Da werden wir natürlich beitreten. Können wir jetzt wahrscheinlich gar nicht, ne? Ja, da wir unfähig sind, können wir uns dem nicht anschließen. Das ist sehr schade. Sehr, sehr schade. Okay. Stefan hält weiter durch. Wir können leider auch nichts für ihn tun. Haben wir eigentlich einen Arzt? Einen Hofarzt haben wir auch, Daniel. So, mein Vasall Herzog Deinold von Lancaster hat gefordert, dass ein Vasall von niedrigem Rang eher ihm dienen sollte, als mir direkt zu unterstehen. Na, sowas lehnen wir direkt ab. Sowas wird direkt abgelehnt. Da wurde eine Stadt gegründet in Italien. Können noch mal bei den Intrigen gucken und die beenden. So, und wir gehen ins Jahr 1105.
So, der Krieg zwischen Venedig und Italien ist vorbei. König Ajo von Italien gewann. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn es anders sein sollte. Okay, Leute, das war heute nicht sehr spannend. Kaiser Stefan ist immer noch unfähig und daran wird sich wohl auch bis zu seinem Tod nichts ändern. Aber sonst ist es im Reich selber ruhig. Ist nur schade, dass wir an dem Kreuzzug nicht teilnehmen können, da er direkt quasi fast vor unserer Haustür stattfindet. Aber wir können es nicht ändern. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.